Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Alan Wake. Hi. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Main. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Main, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry, alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Alan. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle... Mal sehen, wer hier als letzter lacht. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du... Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Ich bin am Auto. Aber erkennt ihr ihn hier? Ich warte auf eure Kommentare. Vielleicht schreibt er das richtig hier drunter. Wenn nicht, löse ich in der nächsten Folge auf. Na komm, Schnarchnase. Ich bin am Auto, verdammte Axt. Hier, Auto. Ich habe alles arrangiert. Ich fahre das Auto. Ich trage sogar das Gepäck. Das ist bloß nicht unser. Süßen Hintern in den Wagen. Das war ein Traum unseres. Und ich bin von der festen Überzeugung, das ist die Karre von Ash Williams. Ja. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Karstucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Das Spiel hat so viele Einflüsse, die richtig geil sind. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Ich kann hier in dem Diner auch noch interagieren. Hirschfest. Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh yeah. Ist das sein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Die beiden Jungs sind die Härte. You put the diamond in the coconut, drink them both up. Glaub bloß nicht, dass ich dich nicht im Schlaf ermorde, bloß weil wir Brüder sind. Manchmal hängt sie. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Ja, das ist mein Lieblingslied. Coconut!
alte Klappe, alter Das Knacker. Ist genau mein Ding. Wenn ich meinen Hammer da hätte, werde ich dir... Das war's. Ich bin tot und in der Hölle. Die beiden sind echt die Härte. Die haben noch eine tiefere Bewandtnis, die Jungs. Jetzt haben wir hier so eine kleine Anekdote an, Twin Peaks. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden. Sie wollen doch nicht den Schlüssel sterben, holen oder? Und dann nichts oder gar Schlimmeres. Ich habe die Kellnerin Stucky ging gewarnt, mir auf die Nerven, aber er wollte wie alle nicht übereifrigen Fans. Da haben sich die Texte leider überschnitten. Wir gehen mal weiter. Ins Frauenklo können wir wieder nicht rein. Es ist doch... Hallo? Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Ey, was ein Glück, dass die überhaupt nicht creepy ist. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Die ist zum Glück überhaupt nicht creepy, ne? Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Sehr inspirierend. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Die hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Das ist schon zu lange fällig. Die ist, ich glaube auch nicht von ungefähr, erinnert die wirklich an Twin Peaks. Da ist so eine Lady gewesen, die ist immer mit einem Holzscheit rumgerannt. Sehr nice. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super. Verfluchter Leistenbruch. Schwillt an mir ein Ballon, wenn ich mehr als einen Löffel hebe. Ja, alles super. Es ist lange her, Tom. Schön, Sie zu sehen. Hey, Sie haben nicht zufällig was zu trinken dabei, Tom? Schön wär's. Hammer. Die Figuren sind Die Hammer. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Klinik bei der Cauldron Lake Lodge ist, glaube ich, ein psychisches Institut, nennen wir es mal so. Ich gehe zurück an die Arbeit, sobald Dr. Hartman hier ist, Rose. Aber ich freue mich nicht gerade auf die eklige Brühe, die wir im Parkcafé haben. So, wir verlassen Steiner mal. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Sehr gut in dem Spiel. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Ist irgendwas schiefgelaufen? Das war echt ein Irrenhaus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Hier ist Pat Maine auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Begleitet von einem meiner Lieblingssongs. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht, seit meinem letzten Buch. Eine klare Nacht. Also ihr Stadtmenschen, riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Ich glaube, das ist Roy Orbison im Hintergrund. Das ist Roy Orbison. Und da muss ich halt ein bisschen drüber quatschen, weil wie gesagt, die Musik halt so doch etwas lizenziert ist. Sehr, sehr geil, aber naja. Wow, das ist fantastisch, Ellen. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, ich kann sogar noch zurück. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe.
Das war der Brunnen aus The Ring. Es gibt hier immer so Reminiszenzen an andere Horrorfilme, habe ich so das Gefühl. Vielleicht interpretiere ich da ein bisschen viel rein. Und es gibt Sammelobjekte und da will ich hier mal schnell Ausschau noch halten. Kannst du schneller, ey? Ja, in der Sequenz geht das nicht. Okay. Aber gibt's was zu sammeln, was der L, also der in dem Fall der L hier liebt und ich auch. Die Hütte verdankte ihren Namen offensichtlich der Form der Insel. Sie ähnelte einem riesigen Vogelbein. Alice hatte erwähnt, dass der See eine Caldera war. Unter ihr schlummerte ein Vulkan. Dann ist das Wasser wenigstens immer schön warm. Hier wäre, glaube ich, auf dem Holzscheit eine Thermoskanne mit Kaffee gewesen. Und die habe ich wahrscheinlich schon mal eingesammelt. Auf dem alten Spielstand, den ich anfangs überschrieben habe, wo ich das Spiel gestartet habe. So, dann gehen wir mal zur Hütte. Herrliche Landschaften. Lichtstimmung super. Ist das ein Fass? Ja. Das überlegt ein ausgehöhlter Baumstamm, aber nein. Krähen, schöne Vögel. Birdleg Cabin. Bisschen falsch geschrieben, aber das soll's bedeuten. Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Und warum es da jetzt ein Quicktime-Event gebraucht hat, weiß ich auch nie. Es ist schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Mach ich gleich. Auf dem Regal stand ein Schuhkarton mit Büchern von Thomas Zane. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Hallo? Jemand da? Eine schöne Hütte. Auch relativ geräumig, muss ich sagen. Und wie ihr gehört habt, Strom gibt's ja auch, aber ich kick mich erstmal um. Kommen wir irgendwo rein? Da nicht. Da nicht. Ich brauch's zum Glück nie anklicken, also wenn er davor steht, probiert das automatisch aus. Einen Moment lang suchte mich wieder der bedrückende Albtraum von der Fähre heim. Das wäre mir zu creepy, am Schreibtisch so eine riesen Eule drüber zu haben. Ich musste den Strom in der Hütte zum Laufen bringen. Irgendwo auf der Insel musste ein Sicherungskasten oder Generator sein. Ein Taucher? Hat auch noch eine Bewandtnis später im Spiel. Die Hütte sah aus wie eine Zeitkapsel aus den 60ern, wenn nicht noch früher. Ich würde eher sogar sagen noch früher, ja. Und der Kalender schon wegen älter. Na gut, machen wir uns auf die Suche nach dem Generator. Ach, ich bin doch doof. Da jeder drunter. Können wir uns die Mini-Insel nämlich auch nochmal ein bisschen ankicken. Hier kann man Radiosendungen hören. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen, einen berühmten Künstler. Mal sehen, ob ich ihn noch zu einem Interview überreden kann. Jetzt ran an die Telefone. Hallo, Sie sind auf KBF FM. Hallo, Pat, hier ist Rose. Hallo, Rose. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich weiß, wer der berühmte Künstler ist. Alan Wake, nicht wahr? Er ist mein Lieblingsschriftsteller. Rose, ich... Ich habe ihn gerade im Diner gesehen. Ich freue mich so sehr, dass er hier ist. Er freut sich bestimmt auch hier zu sein. Tja, Freunde, die Katze ist aus dem Sack. Hier ist Ben Main auf KBF FM und jetzt etwas Musik. Na toll, so viel zur Diskretion.
Also das ist relativ klasse. Also man hat hier öfter mal Radios und auch Fernseher. Die Fernseher haben auch Bedeutung. Da kommt denn so eine alte Mystik-Sendung aus den 50er, 60er Jahren oder sowas, immer eine kleine Folge. Also es ist so aufgezogen. Hammer. Das Wasser war klar, aber dunkel. Es sah sehr tief aus. Ah, schöne Optik. Ach ja. Ich weiß, das fängt alles ein bisschen gemächlich hier an, aber ich genieße jetzt auch gerade ein bisschen die noch positive Atmosphäre von dem Spiel. Das Stromkabel führt zu dem Schuppen dahinten. Sieht fast blutig aus, das Schaukelpferd. Das haben sie auch geschickt gemacht. Gut, kicken wir uns hier mal ein bisschen um. Das ist eine Kellerluke. Ich weiß, wo der Strom ist. Ich will mich wirklich mit euch in Ruhe umsehen. Ich will nicht durch das Spiel hetzen. Es ist tatsächlich ein etwas längeres. Alice hatte mir von der Cauldron Lake Lodge erzählt. Das alte Gebäude war früher ein Hotel gewesen. Heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Es ist ein längeres Horrorspiel. Aber ich glaube, hier gibt es tatsächlich nicht mehr großartig irgendwas zu entdecken. Ich habe gehofft, dass ich hier noch eine Thermoskanne finde, dass ich euch die mal zeigen kann. Naja, gut. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Der ist wirklich nicht mehr der neueste, aber einen schönen Riesentank hat er. Der übersteht schon mal einen Winter. Weil so viel Benzin brauchen die nicht. Nein, einen Winter wird es damit ja auch nicht überstehen. Aber ein paar Wochen oder sowas kann man das denn damit aushalten mit so einem Riesengenerator. Ihr müsst es übrigens bis zur nächsten Folge aushalten, bis morgen. Beziehungsweise Montag. Kommt drauf an, weiß gerade nicht, wie das rauskommt. Da sehen wir uns hoffentlich wieder und da werden wir den Strom einstellen. Ja, es waren zwei ruhigere Folgen, aber ich glaube, nachdem wir hier eingeschaltet haben, geht es dann langsam ein bisschen in die Action über. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.